9 Kichikoku Yama Patch Abo und da schau her, wie von Hinlei vorhergesagt, die Szenerie am Alanis hat sich erheblich geändert. Helle Aufregung herrscht vor, aufgrund eines noch nie dagewesenen Ereignisses. Seit den Integrationsgesetzen, vor über 100 Jahren, ist noch nie ein Schüler auf dem Campus angegriffen worden, geschweige denn sogar entführt. Freilich ist das Alanis-Kollege für angewandte Wissenschaften noch älter, die glorreiche Geschichte reicht insgesamt weit mehr als 1000 Jahre zurück. Ob dort schon solches Verbrechen vorgekommen ist, bedarf Investigation, Regis Factor wüsste dies genauer. Aufgeregt wuchtelt eben dieser gerade rum, der Schuldirektor ist bereits am Ort des Geschehens eingetroffen, samt Chefsekretärin Schabernack in seinem Dunstkreis. Wo bleibt die Kripo? Stößt er hilflos hervor. Hippolyta Schabernack macht eine hilflose Geste. Ganze Trauben Internatsschüler mit fragenden Gesichtern stehen um den Hotspot herum. Hier am Tatort, direkt vor dem Mädchentrakt des Kolleges. Die meisten von ihnen wissen nur, dass irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Geschickt reihen sich Hinlei, Mickel und Sfinhüsch ein, finden dank Sfinhüschs Gelenkigkeit sogar einen Platz in der ersten Reihe. Irgendjemand kommt angestürmt, macht Platz. Aus dem Weg. Ich übernehme das. Hinlei dreht den Kopf. Oh nein, es ist ausgerechnet Lyubomir Iliev, der altgediente Lehrer für Militärgeschichte und Hinleis Intimfeind seit Stunde Null. Direkt am Tatort angekommen reißt er ein Stück Papier zuerst in die Luft und hält es dann dem Direktor vor die Nase. Herr Factor von Buffel Rebelkow persönlich. Dieser Ausnahmefall braucht Kompetenz. Ich höchst selbst als Militärexperte werde hier für Klarheit sorgen. Kleinigkeit für meinen Spezialkrisenstab. Diese Jungs haben schon komplizierteres gelöst. Gespannt greift Regis Factor nach dem Dokument. Seine Stirn runzelt sich. Er weiß sofort, selbst als Direktor des letzten Bollwerks der Freiheit, hat er keine Chance, sich der Doktrin des obersten Generals ihrer Majestät zu widersetzen. Komisch bleibt's schon. Wieso Rebelkow persönlich? Was hat das Militär mit einem Kriminalfall zu tun? Sind es die Zeiten? In der Tat, Gefahr liegt über dem Land, und jeder spürt es. So also nickt Regis Lyubomir zu, nimmt Hippolyta ins Schlepptau und entfernt sich von der Szene. Allerdings sei angemerkt, wer denkt, eine vom Kaliber Factor wird so leicht kaltgestellt, der hat sich getäuscht. Sfinhüsch sitzt eine massive Schnute, entgeistert meint ihr Richtung Hinlei diese Gestalt Iliev. Der Leiter Suchung? Nein, oh. Hinlei los, investigieren selbst sofort Tada, wir. Voller Tatendrang blickt er seinen besten Freund dabei an. Hinlei erkennt die Brenzligkeit der Situation und murmelt zurück, zuerst verdünnisieren wir uns. Wenn der alte Sack uns hier sieht, Jasvino, wir nehmen das selbst in die Hand, wie damals. Die Frage ist nur wie. Erinnert mich an irgendwas. Los Jungs, Abflug. Unauffällig, scheinbar teilnahmslos drehen sich Hinlei und Mickel um und verlassen den Schauplatz. Sfinhüsch jedoch ist überfordert. Er versucht nun gelassen zu schauspielern, obwohl er höchst angespannt ist, was völlig in die Hose geht. Er zuckt mit den Schultern und pfiffelt hilflos dabei. Dazu grinst er abwechselnd und macht seinen berühmten Fragezeichen Rundmund. Zum Glück belegt Sfinhüsch keine Militärgeschichte, denn gerade eben fällt sogar dem selbstverliebten Iliev eine auffällige Gestalt im Augenwinkel auf, zu spät. Ab Reihe 2 macht sich der junge Ruba klein und schlängelt sich irgendwie zwischen den Schülern nach draußen. Dort in der Dämmerung sind Hinlei und Mickel bereits in heftiger Diskussion vereint. Zacks, hoppels Wiener rüber und quackt mit großen Augen Plan, was ist? Stas meint Hinlei, an seine Freunde gewandt, eigentlich ist doch klar, was los ist. Zwei leere Gesichter schauen zurück. Also, überlegt mal, wer ist hier am gesamten Campus Bart Garas beste Freundin? Mickel nickt bedächtig, aber Sfinhüsch denkt scharf nach, dann grunzt er leise Regina. Vor sich hin, Hinleis Ironie bleibt ihm verschlossen. Der junge Ruber denkt einfach zu geradlinig. Hinlei fährt fort, habt ihr die Rottweil vorhin gesehen? Normalerweise steht die doch am fettesten da, wenn so was ist. Ah, kreischt Sfinhüsch unter Strom, jetzt ist auch er auf dem Dampfer genau. Jawohl, V-Schlau, es ist das. Lösung gelöst. PSSSD flüstert Hinlei, wir sind noch zu nah. Ja, Sveno,
Ich glaub, wir alle drei wissen's. Aber er macht eine Pause, verdammt, das erinnert mich alles so sehr an damals, vor 3 Jahren. Deine Tante Ravenosch, wie hatte sie doch recht sinniert, Hinlei. Jetzt haben wir dasselbe Problem erneut. Wie beweisen wir uns für Terry? Diesmal brauchen wir mehr als Ideen und Aktionismus. Wir benötigen einen Plan. Sven beschreibt sich die Schläfe, Mikkel kratzt sich an der Stirn. Dann meint Hinlei, es ist schon spät. Was sollen wir jetzt noch großartig unternehmen? Aber morgen legen wir los. Er findet wenig Schlaf in dieser Herbstnacht, der junge Prinz zu Westerburg. Bestimmt geht es seinen Freunden, insbesondere Finnisch, genauso. Der nächste Tag. Die drei treffen sich zum Unterrichtsbeginn. Es gibt zwar einen direkten Weg von Hinleis Quartier rüber zu den Klassenzimmern des Alanes, dennoch wurde vereinbart, nochmal am Tatort vorbeizuschauen. Eine Entscheidung von einschneidender Wichtigkeit. Kurz vor ihrem Eintreffen wird Hinlei von Sphinisch abgelenkt, er schaut rüber. Fragezeichen hoch, 2 Ausdruck im Gesicht, Klappe nach unten, stoppt dieser abrupt. Dann stammelt er ungläubig, was Bart Schala aussieht wie, und zeigt mit seinem Finger Richtung Reginas Wund dort gestern. Die angesprochene junge Dame bzw. das in Frage kommende Mädchen erkennt die drei Jungs nun auch. Oh lala. Selbst Hinlei zieht überrascht die Augenbrauen nach oben. Vor ihnen steht tatsächlich eine höchst identische Kopie ihrer Freundin, der jungen Diplomatin Bart Garapetsch-Abon. Nur mag sie, naja, etwa 2 Jahre älter sein. Die Ähnlichkeit ist frappierend, aber es gibt auch Unterschiede. Einem Kenner wie Hinlei fallen diese sofort ins Gesicht. Ist Bart Gara trotz all ihrer Kontenanze doch auch des Öfteren ausgelassen? So fehlt letztere Eigenschaft bei ihrer älteren Schwester Kichikokuyama augenscheinlich. Freilich kann es auch mit der Entführung zusammenhängen, aber nein, selbst die eigenen Agenten ihres Clans scheinen für sie durchsichtig. Sie hat was Königliches, aber auch Einsames. Eine seltsam abweisende, kühle Aura. Zumindest für Fremde. Sie schreitet auf Hinleis Truppe zu, 2 ihrer schicken Agenten folgen ihr. Sie begrüßt Hinlei mit Handschlag, hallo, ich bin Kichikokuyama Petsch-Abon, Bart Garas ältere Schwester. Ich weiß, wer du bist, junger Prinz,